Hallo, liebes YouTube-Publikum, liebe YouTube-Seherschaft. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das wahrscheinlich erstmal im Titel, vom Titel wisst ihr schon, was ich meine. Und zweitens ist es ein Spiel, das man eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Ja, also, das ist Fall Guys. Ja, heute spielen wir Fall Guys. Und bevor ihr irgendwas in die Kommentare schreibt, ich bin übrigens Cayman N. Ja. Bevor ihr überhaupt etwas in die Kommentare schreibt, von wegen, ich wäre auf den Trend aufgesprungen, das ist so, das gebe ich auch zu. Denn ja, man muss irgendwie, man muss probieren, relevant zu bleiben, weil sonst bringt das Ganze nicht so viel. Ja, gut, ich hoffe, es gefällt euch und ich habe es jetzt viermal gespielt. Ich bin nicht so gut, das muss ich dazu sagen, aber ja, Fall Guys, Falltypen, Fallmänner. Ja, es ist keine Polizeiserie, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also es handelt sich hier nicht um Kriminalfälle, sondern um das Fallen aus einer gewissen Höhe an sich. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, hier haben wir unseren gestreiften Kumpan hier. Irgendwie das Spiel macht so einen cuten Eindruck. Also ich bin Fall Guy 5619. Also Fall hat auch nichts mit dem Herbst zu tun, ja. Also Fall. Ja. Irgendwie das Ganze ist sehr cute, muss ich sagen. Also übelst cute ist das Ganze. Um ehrlich zu sein. Und es erinnert mich an zwei Spiele. Erstens mal Human Fall Flat. Habe ich nie gespielt, habe ich nur gesehen. Und Gang Beasts. Ja. Auch nur so. Ich habe vor, das zu streamen, allerdings nur, wenn ich etwas eine Routine darin entwickelt habe. Also der fällt hier runter, also es fängt schon mit einem Fallen an sich. 60 Spieler nur, also es ist nicht wie bei Fortnite, wo man 100 Leute hat gegen sich, sondern nur 60. Das ist genug auf der Map, ihr werdet sehen. The Wirligig, The Wirligig. Oh je, ich weiß gar nicht. Oh, das sieht interessant aus. Ach du liebe Zeit, jemand hat hier ein ganzes Flugzeug zerlegt. Oh, und eine Windmühle auch. Fall Guys, ja. Los geht's. Die Musik ist ja nicht richtig gut, aber die hört ihr nicht. Nur ich. So, ja, genau. Man muss das gut timen, sonst wird man genau, sonst wird man gejietet, wie man auf Neudeutsch sagt. Uiuiui, das war ein Jiet, meine Damen und Herren. Dann jietet's einen da aus der Existenz raus. Ach, da muss man sich, oh je, da muss man sich festhalten. Das habe ich bis dato noch nicht geschafft, dieses. Ach, ist es so etwa? Oh je. Ja, das wird schwierig. Ah, jetzt. Wahrscheinlich da drauf. Und dann, genau. Und dann wird man von diesem Propeller. Nein. Gut. Bis jetzt. Einer ist das durchgekommen. Das ist wahrscheinlich so der weltführende Fall Guy-Spieler. Gibt es dafür schon Weltmeisterschaften? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich qualifiziere mich. Das geht nämlich übelst schnell, dass man gejietet wird. Uff, das war's auch schon. Also einmal gejietet werden, ist glaube ich dann schon gut. Das wird dann. Das reicht aus, um nicht qualifiziert zu sein. Aber dann ist das Spiel ganz lieb. Das finde ich gut. Eben eliminated, seht ihr, das kann passieren. Das ist eben das traurige Schicksal des untalentierten Fall Guy-Spielers. Macht nichts, so traurig ist das nicht, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich bei dem Spiel sehr aufregen kann. Ja, also nach einer Zeit. Na, die anderen dürfen das jetzt spielen. Was denn?
stellt sich gleich raus. Entschuldigung, ich habe einen Schluck aufgebucht. Eigentlich nicht gebucht, aber er ist nur von sich aus gekommen. Zum Glück nur einmal, weil bei mir fällt der Schluck auf doch recht schlimm aus, zumeist. So, das sieht gar sehr spaßig aus. Avoid the moving doors. Also da haben wir verschiedene Leute. Oh, wir haben einen Papagei. Wir haben einen Hotdog. So viele Leute. Wir haben Dinos in Unterhosen. Ja, sind nicht wirklich jugendfrei. Noch mehr Papageien, einen Sittich, eine Ananas, also zur Hälfte. Der hat einfach SpongeBobs Haus auf dem Kopf. Dann haben wir einen Dino mit Federn, also er hat die Evolution noch nicht durchgemacht. Also, ihr wisst ja, die Vögel sind aus den Dinosauriern entstanden, sagt man. Der hat's nicht geschafft. Und von denen kommen auch noch ein paar weg, ja, gut. Das haben wir jetzt gesehen. Also auch zum Zuschauen gar nicht so schlecht. Also, meine Damen und Herren, noch eine Runde. Ja, gerne noch eine Runde spielen. Unser gestreifter Typ hier. Unser Falltyp. Unser Falldude. Das wäre doch auch ein Name. Falldudes. Falldudes. Nee. Das ist aber nicht so gut. Vollgeist ist wirklich ein sehr guter Name für das Spiel. Das ist wirklich so im Titel drin, was da passiert. Ja? Also es ist nicht... Die Erwartungen werden nicht irgendwie über den Haufen geworfen. Sozusagen. Ja, das Spiel ist übrigens auf Steam erhältlich. Und Cross-Plattform mit PS4, so viel ich weiß. Aber schaut lieber selber nach, weil ich bin mir nicht so sicher. Das hatten wir schon. Warum bringt er zweimal die gleiche Map? Das weiß ich nicht. Er will mich wahrscheinlich drauf eintrainieren. Das ist schön von ihnen, dass sie einfach mal, damit man die Maps lernt. Das ist gut, ja? Das ist sehr, sehr vorteilhaft. So, okay. Wollen wir. Ja, genau. Also, hier kommt der Yeet-Balken. Der Yeet-Balken. Uff, uff, und geyeetet. Oh, der Hammer war aber vorher nicht da. Das ist ein Hammer, dieser Hammer. Oh. Also nicht Thors Hammer, aber doch ein Hammer. Oh. Der trifft den Nagel auf den Kopf. Der trifft den Fall Guy in die Seite. Vor allem. Kommen wieder diese Propeller, die sie von der Tupolev geraubt haben. Einfach so eine Tupolev auseinandergenommen. Sehr gut. Also das ist schon stylisch, wenn anders nicht stylisch ist. Nochmal ein Yeet-Balken. Der geht da rum. Steh auf, steh auf. Oh Menschenskinder. Ja, das darf man natürlich nicht sagen. Was, bin ich so schnell durch? Das kann nicht sein. Das war so schlecht, das war so schlecht, ist das so schlecht. Wir müssen für ein Opening warten. Ah nein, auf ein Opening warten, wollte ich sagen. Kann man schon, aber man muss halt auf den Balken aufpassen, der halt hier erbarmungslos zuschlägt. Naja, so, also dieses letzte Rad, das ist wirklich hardcore. Alles andere geht noch so, finde ich. Verändert sich meine Nummer immer mal wieder? Also. Ja, Exit, oder? Mal sehen, was die anderen jetzt spielen dürfen. Das sieht auch sehr spaßig aus. Das hatten wir, glaube ich, das Hit Parade. Ja, da kriegt man einen Hit. Vor allem da bei diesen Dingern. Hm.
Sehr hardcore, sehr hardcore. So, wir haben hier ein jemand, der aus dem Ei geschlüpft ist, eine Ente, eine Büchse Softdrink, ein Wolf, also Halbwolf, einen Piraten. Also ziemlich interessante und vor allem sehr bunte Leute. Ein Mammut, ein Typ, der einen Mammut auf dem Kopf hat. Die sind ausgestorben. Also weiß ich nicht, wo er es her hat. Noch jemand, der eine Ananas auf dem Kopf hat. Einer mit einer Baseballmütze. Das ist ja noch traditionell. Ein Ritter oder sowas. Also oben Ritter, unten Basketballspieler. Also Ritter-Basketballspieler. Nochmal so einer. Der ist auch ein Wolf. Eine Taube. Ja, super. Angenehm. Okay. Die fallen jetzt auch alle raus. Das Spiel macht seinem Namen alle Ehre. Immer wieder fallen Leute raus. Habe ich 30 Kudos verdient. Das ist so die In-Game-Currency. Diese Kudos, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob hat Fall Guys Mikrotransaktionen. Für 2 Kronen bekommt man dieses. Okay. Get Kudos. Ja. Ah ja, das ist, da kann man für echtes. Das dachte ich mir, dass das sowas ist. Wer braucht das denn? Ich habe meine schönen Streifen, die machen schlank. Sonst brauche ich nichts. Ja, das ist so jetzt das Hitspiel irgendwie. Alle spielen das, oder? Also noch diese Runde und dann noch eine und dann mache ich für heute Schluss. Und irgendwann mal streame ich das vielleicht, wenn das auf guten Erfolg trifft. Also gut, paar hundert Klicks wären schön, aber naja. Ich will euch nicht unter Druck setzen, das ist nicht mein Ding. Nicht mein Bier. Jetzt geht's ab. Oh, wir haben hier ein Dino. Also immer mal wieder eine Ananas, ein Pferd. Ein Tukan. Oh, super, der Skin. Also. Warum lande ich immer hier unten? Das ist doch zum Mäusemelken. So viel Milch haben die gar nicht. Aber ist trotzdem zum Mäusemelken. So. Ey, 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 ey. Fall Guys. Gut, sehr gut. Bis jetzt gut. Wir sind umgehauen worden. Also es hat mich umgehauen. Es ist umwerfend. Oh ja, es ist sehr umwerfend. Aber man kann hier rauf. Wenn man kann. Wenn man kann, kann man rauf. Oh, diese Hammer. Das ist der Hammer, der Hammer, du. Das ist aber schnell. Ja, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Ich warte nicht ab, bis ich rausfliege. Ich weiß, dass ich rausfliege. Also von dem her. So, ich muss darin unbedingt besser werden, wenn ich da noch was reißen will, sozusagen. Bitte sagt mir, wenn ich das streamen soll, wenn ihr das genug gesehen habt. Ich weiß nicht, aber ich habe Framerate-Drops einfach mit dem
mit dem Aufnahmeprogramm. Aber ich werde es machen, kein Problem. Gatecrash. Habe ich das schon gespielt? Gatecrash? Sieht spaßig aus. Also das sind immer diese Tore. Sieht irgendwie aus wie eine Pachinko-Maschine. Obwohl, selten Pachinko gespielt, muss ich sagen. Was? Nur einer kann sich qualifizieren? Ist das ein Witz? Ist das jetzt ein Witz? Ah nein, alles gut. Entschuldigung, ich dachte. Ich dachte. Das ist ja Hardcore. Hohoho. Menschenskinder. Wie Mario. Nur viel Hardcore. Das ist das Dark Souls von Mario. Das ist ein Jump'n'Run. Dark Souls-mäßiges Jump'n'Run. Ja, es muss ja schwierig sein, sonst kann man nicht eliminiert werden. Das ist das Problem damit. Oh ja, jetzt gilt's, jetzt gilt's, meine Damen und Herren. Nein! Welches? Oh. So schlecht. Ja, bis jetzt habe ich kein einziges Spiel gewonnen. So sch. Ah. So ein. Na, das muss man üben, sonst. Nochmal. Also, gewonnen, qualifiziert, wollte ich sagen. Gewonnen ist eine ganz andere Sache dann noch. Ach, wieder Gatecrash. Okay. Gut. Das letzte Gate ist ein schwieriges. Die letzten drei Gates. Ach, nur 39 qualifizieren sich diesmal. Okay, das ist übel. Naja, nicht übel. Man muss sehen, welches Tor aufmacht, welches nicht. Also es ist auch eine Art Strategie dahinter, unter anderem, welches Tor man wählt. Oh je, das wird nicht gut, das sehe ich jetzt schon. Und in der Luft eliminated. Oh, okay, gut. So, wir sollten bald den Balken voll kriegen. Kriegen wir 500 Kudos? So, das war's auch von mir und Fall Guy. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr vom Video wollt oder wenn ich das streamen soll, dann lasst es mich bitte wissen. Ich war wie immer Cayman N. Ihr könnt mich auf Twitter unter Cayman3925 erreichen oder dann gerne auch hier einen Kommentar da lassen. Dankeschön und auf Wiedersehen.